Für die Energiewende kämpfen sie seit mehr als 2 Jahren. Naturschutzgruppen, der Bauernverband und Bürgerinitiativen. Und es geht was voran im Fichtelgebirge. Immer neue Windräder werden aufgestellt, Solaranlagen montiert und Biogasanlagen gebaut. Sie produzieren sauberen Strom für die Energiewende. Wir sind für eine Energiewende mit Augenmaß. Also das ist eine regionale Energiewende, wo man genau sich anschauen muss, wo Windenergiestandorte sein können, wo Sonnenstandorte sein können. Und die wird aber abgewürgt eben durch diese Trassen. Die geplanten Trassen sind für die Gegner nichts anderes als Monstertrassen. Diese Stromautobahnen sollen Strom, der unter anderem von riesigen Offshore-Anlagen in der Ostsee produziert wird, möglicherweise auch Atomstrom aus dem Ausland, durch Oberfranken nach Süddeutschland transportieren. Weder das eine noch das andere wollen die Kritiker und auch nicht die Erdverkabelung, durch die die Stromleitungen wenigstens unsichtbar werden. Erdverkabelung bringt uns nur Schwierigkeiten aufgrund dessen, dass der Eingriff in Bodenstruktur, in Wasserführung dermaßen groß ist und unkalkulierbar ist. Wir sehen es zum Teil noch an der Erdgasleitungen, die vor 30 Jahren gegraben worden sind. In der Nähe von solchen Leitungen würden Getreide und Grünland vertrocknen, weil diese Leitungen die Wasserführung im Boden nach Meinung der Landwirte stören, vor allem in Zeiten, in denen es wenig regnet. Wo genau die Stromtrassen verlaufen sollen, will im Herbst der Netzbetreiber TenneT vorschlagen. Beschließen muss die ganze Sache der Bundestag. Auch der mögliche Verlauf der Erdverkabelung wird im Herbst bekannt gegeben. Wie auch immer dann die Leitungen verlaufen, die Trassengegner werden dagegen klagen, betonen Bund Naturschutz, Kreisgruppen aus Oberfranken und mehrere Bürgerinitiativen. Weil sie die Kritiker eben für eine dezentrale Energieversorgung sind. Ob allerdings allein Solaranlagen, Windräder und Biogasanlagen die Energiemengen liefern können, die das ganze Land braucht, bezweifeln selbst die Trassengegner.